Hi und herzlich willkommen zurück bei Folge 50. Das ist ja schon eine runde Folge. Freut mich tierisch, dass wir es soweit hier wieder geschafft haben. Und ja, wir haben unser Schiff dann auf den ersten Ausflug geschickt und sind jetzt mit Folge 50 hier im Universum unterwegs. Da hinten ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ist das der Mond? Das ist der Mond hier unten links, oder? Wir sind jetzt also dabei, uns in die Richtung zu bewegen, so dass wir da vorne noch ein bisschen Eis holen können. Ich kann natürlich auch nochmal hier einen Tick raus beschleunigen, weil wir da ein bisschen aufpassen müssen, weil dort... Das ist wirklich hier, ne? Die Triebwerke unten sind das Problem. Ich muss mal kurz gucken. So, die gehen natürlich alle an. Ja, funktioniert. Aber uns fehlt da natürlich noch das entsprechende Hydrogen. So, ich habe mal kurz geguckt, ob wir auch alle Triebwerke ausschalten können. Sieht gut aus. Müssen wir mal gucken. Da oben. Wo ist hier genau was? Eis ist dort. Ah, okay, dann bremsen wir mal ab. Und ich lasse uns da so ein bisschen hochfliegen, glaube ich. War auch nur noch einen Kilometer weg. So. Okay, dann bremsen wir hier einmal ab. Und was ich gerne noch hätte, sind, glaube ich, wie heißen die Teile? Gyroskope. Nehmen wir hier noch zwei Gyroskope in die Planung mit rein. Dann springe ich hier mal raus. Wir können ja wahrscheinlich auch hier können wir von irgendwo darauf zugreifen? Schwer zu sagen. Ich kann hier aber mal bei den Gruppen die Reaktoren ausschalten. Die brauchen wir jetzt nämlich gerade nicht unbedingt. Wir haben ja die Solarzellen oben drauf. Ja, komme ich hier irgendwo? Ah ja, hier würde ich an das Zeug für die Gyroskope rankommen, ne? Ja, würde funktionieren. Also kann ich hier auf die Montageanlage gehen, genau. Aber erstmal möchte ich die gerne ein Stück versetzen. Es klappt leider ganz knapp nicht. Machen wir mal Folgendes, Montageanlage. Ich packe mal hier 100 von den Teilen, 200 von den Teilen zurück, damit ich hier die kriege. So, und jetzt Gyroskop. Genau, die sollen hier mal eins nach hinten rutschen. Ja. Achso, eins müsste ich davon schon fertig bauen irgendwie, ne? Ja. Okay, brauchen 100, ja? Okay, Produktion. Montageanlage. Nehme ich das hier noch mit. Weiß das einmal fertig. Gehe auf die gegenüberliegende Seite und werde das hier auch machen. Ja. Und ich hoffe, dass mit 4 Stück unser Schiff einfach ein bisschen beweglicher wird. Passt. Guck mal hier rein. Hier steht unser einer Flieger. Wunderbar. Montageanlage. Noch irgendwas anderes geklickt? Die brauchen doch nicht 600, oder? Oder bin ich blind? Ach, da unten? Ja, okay, die brauchen 600. Meine Güte. Montageanlage. Ja. Und ganz schön viel. Dann lasse ich die hier kurz bauen. Was brauche ich noch? Nach den Teilen könnte ich noch eine Sache... gerade als Idee. Ich hatte gerade noch irgendwas, was ich bauen wollte. Jetzt ist wieder die Idee weg. Oder machen wollte weg. Ah, so geht es mir dauernd, ne? Ganz, ganz schlimm. Hat man kurz, ach, das könnte man noch bauen. Und dann ist es wieder weg, weil man gerade an was anderes gedacht hat. Naja, ich bin jetzt ja halt auch nicht mehr der Jüngste. Da kann das ja durchaus passieren. So.
Hier brauchen wir noch ein paar Sachen. Ich kann ja mal kurz hier durchgehen. Vielleicht komme ich dann drauf. Genau, ich brauche, wollte noch haben, eine Produktivitätsmodul-Dings hier. So, dann kann ich mir den Kram mitnehmen. Okay. Kann erstmal rausgehen. Und hier noch das Gyroskop fertig bauen. So, eins mehr, wunderbar. Gehen wir auf die andere Seite. Ich gucke hier mal in die Montageanlage rein. Was habe ich da? 45, okay. Ist noch um Längen nicht fertig hier. Brauchen noch mehr von denen. Mit dem zusätzlichen Produktivitätsmodul möchte ich genau diesen Vorgang beschleunigen. Das kommt dann nämlich hier unten entsprechend ran. Schneid uns hier mal zwei Löcher rein. So. Genau, das eine Loch hier kann ich gleich wieder zumachen, würde ich sagen. Wobei, ich kann das natürlich auch von hier machen. So. Produktivitätsmodul. Zack. Hier unten einmal entsprechend dran. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht. Hier rum ist ein schöner bei dem Teil. Ist überhaupt eine schöne Seite? Weiß ich nicht. Okay, so. Sitzt dran. Jetzt hier ist immer noch nicht durch. Schiebe ich das doch mal nach hinten und lasse das hier kurz bauen. Dann geht es hoffentlich danach dann ein bisschen flotter voran. Hier kann ich auch mal schauen. Das kann ich ja auf jeden Fall anschalten. Kann mir hier Baupläne angucken. Guck mal kurz. Ich hatte ja eigentlich hier einen neuen Bauplan reingesetzt. Ich dachte, dass meine eigenen hier angezeigt werden, die ich hochgeladen habe. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Mir fehlt mein eigener Bauplan. Das sind hier viele Sachen so aus dem Steam Store. Ach doch, hier ist er, der Droppod V2. Open in Workshop. Copy to Clipboard. Okay. Dann zeigt er mir das hier an. Wieso zeigt er mir das hier eigentlich an? Macht das in irgendeiner Welt Sinn? Das ist ja komisch. Ich weiß nicht, warum er mir das da anzeigt. Hier kann ich doch überhaupt nichts bauen. Kann ich das hier irgendwie... Ah, hier kann ich einen Versatz machen. Es funktioniert also wirklich wie... Script kann ich auch setzen. Aha. Gravity. Zeigt er mir auf dem Tisch hier Gravitationssachen an. Auch cool. So wie bei den anderen Displays. Also einfach nur wie ein Displays. Display. Energie und Hydrogen kann ich mir anzeigen lassen. Das ist ja auch nicht schlecht. Allerdings bringt mir das gerade nichts, weil der Projektor da irgendwie nicht so wirklich Sinn macht. So, ich schnapp mir jetzt hier draus mal diese Sachen, damit ich nämlich auf der Seite war's, das Gyroskop hier fertig bauen kann. Super. Auch fertig, dann haben wir alle vier Gyroskope. Dann kann ich hier unten hingehen und mir die wichtigsten Sachen für das Teil zusammenpacken. Na, wie schnell ist er? Ja, okay. Kriegt er gleich fertig. Und hier fehlt jetzt Platin, ne? Ja, sieht so aus. Wir müssen also irgendwo noch Platin herbekommen. Ist ja nicht so, dass wir noch kein Platin gefunden haben. Wir können da einfach hinfliegen. Aber erstmal hatten wir auch gesagt, dass wir hier uns Eis holen wollen. Ja, also so, ne? Ein schönes Magnum Classic oder so. Ah, das wäre jetzt auch cool. Wobei, so warm ist es nicht. Aber trotzdem jetzt, ne? Wenn man dran denkt, hat man dann trotzdem Bock drauf. So, okay, fertig. Die Anlage an sich hat jetzt zwei Produktivitätsmodule. Super. Sollte damit schneller laufen. Und ich muss mal kurz gucken. Ja, jetzt hier oben steht jetzt natürlich nicht pressured, weil er hier keine Luft reinkriegen kann. Okay, wird schon passen. Das heißt, ich gehe jetzt hier nach oben und mache jetzt das, weswegen wir hier eigentlich gekommen waren. Setz mich hier in den Flieger rein. Guck mal kurz die Inventarsachen durch. Alles leer.
Immer noch ein bisschen Uran drin, das ist okay. So, also einmal. Hoppala. Die Sachen. Und einmal entriegeln. So, eine Sache möchte ich mal ganz kurz gucken, ob hier unten irgendwie Schaden entstanden ist. Ja, seht ihr, hier entsteht wirklich Schaden an diesen. An diesen Komponenten. An den anderen nicht. Wir müssen mal also gucken, dass wir das nicht schrotten irgendwann. Hier müssen wir ab und zu mal nachschrauben. Vielleicht kriegen wir das irgendwann noch ein bisschen verbessert. Gucken wir mal. Aber nach oben setzen, was noch eine Möglichkeit wäre, diesen Stutzen will ich auch nicht. Das sieht dann einfach komisch aus mit dem Flieger. Wir müssen mal notfalls ein bisschen nachbessern. So, da oben soll es Eis geben. Machen wir uns mal dahin auf den Weg. Mal. Ich will hier kurz mal den Erdsensor prüfen. Ja, da steht auf. Genau, da ist auch das Ei. Wunderbar. So, einmal Licht an. Mal. Ich, Gott, das ist aber schwer. Ah ja, okay. Hier gerade irgendwo gegengeflogen. Oder das waren so kleine Teile, ne? Okay. Gut. Hier. Gut, jetzt sammeln wir hier unser Eis ein. Metallabfall, das ist aus dem, was ich repariert habe wahrscheinlich, ne? Na, aufpassen, hier bleiben ab und zu so kleine Sachen stehen. Nicht, dass wir uns daran wehtun. Das könnte ich natürlich auch mal kurz prüfen. Ich hüpfe mal raus und ich gucke mal, ob hier vorne irgendwas kaputt ist, ne? Ihr seht, hier haben wir schon ein paar Sachen immer mal hier und da kaputt gemacht. Mal ein bisschen nachbessern irgendwann. Hier an dem nämlich. Dem nicht. Also hier sind wir irgendwo mal außen irgendwo gegengestoßen. Okay. Soll jetzt erstmal nicht extrem stören. Ich sammle jetzt hier einfach mal unser Eis ein. Falsche Taste. Oh, ich muss mal gucken, dass ich vielleicht nicht mit der Neigung arbeite, sondern etwas mehr mit rechts und links. Wäre ja auch nicht schlecht. So, hier haben wir jetzt schon das Eis auf jeden Fall vom Stein weg. Und jetzt habe ich auch schon sehr, sehr viel im Flieger drinne. Guck gerade mal. Ja, auch die Bohrer sind hier schon voll, also kann ich vielleicht noch ein kleines Stück mitnehmen. Ah, okay, das muss jetzt reichen. Dann versuche ich uns mal hier rauszuziehen. Sind wir jetzt irgendwo gegen? Nee. Ist noch okay. Aber hier hinten kriegen wir gleich Probleme. So, so kommen wir raus. Ja, okay, passt. So, dann drehe ich uns einmal und wir fliegen entsprechend zurück zum Mutterschiff. Genau, dann kann ich auf jeden Fall den Erdsensor mal ausschalten. Muss gucken, dass wir jetzt hier nicht gegen Schiff brettern oder so. Sieht aber okay aus, der Anflug. Ah. Wunderbar. Hüpfen hier entsprechend drüber. Dann können wir natürlich gucken, dass ich mir hier vielleicht noch zum Ausbessern gleich noch ein bisschen was besorge. So, sitzt. Drauf, laden, Triebwerke aus. Licht aus habe ich vergessen. Zack. Licht aus. So, und dann schauen wir hier nochmal. Hier, das ist alles okay. Hier fehlt uns, was fehlt uns da? 10 interne Panzerung. Passt eher so aus, als hätten wir die irgendwann mal vergessen. Wobei, das sollten wir dann gleich in die Montageanlage packen. Also, wir gehen hier auf die Komponenten. 10 interne Panzerung. Gehen hier auf die Montageanlage, nehmen die mit. Können dafür. Nee, das muss in eine Raffinerie.
Und das hier mal in eine Raffinerie schmeißen. Okay, super. Dann schaue ich mal, dass wir hier die Sachen wieder ganz machen. Kann aber auch sein, dass wir das einfach vergessen hatten und das deswegen so ausschaute. Weil der Rest ist hier eigentlich in Ordnung. Hier unten ist der Klassiker, ne? Die werden halt hier einfach angegriffen, die Teile. Ich kann natürlich überlegen, ob ich hier eine Panzerung baue. Voll praktisch wären, wenn man irgendwie ganz teure Sachen bauen könnte, aus zum Beispiel Platin oder so, die dafür aber hitzebeständig sind, die ich also nutzen kann, um dann, ihr seht es hier überall ein bisschen, um dann so eine hitzewiderständigen Sachen zu bauen, damit ich hier nicht mit den Düsen gegenschramme. Könnte natürlich auch die nach oben düsen. Da haben wir hier 1, 2. Sind nur 2. Ich könnte natürlich auch die nach oben düsen noch versetzen. Mal kurz schauen. Hoppala. Kann ich da etwas ransetzen? Weiß ich nicht. Wartet mal kurz. Müsste ich mit dem Kleinen ja sehen, oder? Ja, hier kann ich nämlich nichts ranbauen. Das heißt, ich könnte es höchstens, wenn ich den hier nehme, kann ich sowas machen. Okay, dann habe ich eine Idee. Wir nehmen den. Ich baue das hier so. Dann nehme ich hier das Triebwerk weg. Ich muss jetzt mal gucken. Triebwerke. So. Das hier. Voilà. Irgendwie das gerade ausgeschaltet, genau. So, und dann kann ich das nämlich da ransetzen. Gut. Ah. Baue ich das hier auf der Seite einfach auch so. Mal kurz, ob ich das auch direkt dran setzen könnte. Ne, das geht nämlich nicht. Ich brauche dieses Zwischenstück hier. Jetzt wieder rausgelöscht gehabt. Ein bisschen so aus. So, ich brauche das Zwischenstück, habe ich gesagt. Das kommt so. Dann und jetzt kann ich die Komponente daran setzen. Das ist jetzt nicht unglaublich stabil, wenn ich das so baue. Aber, naja. Es hält ein bisschen davon ab, dass das Triebwerk da direkt so gegenstrahlt. Jetzt auch nicht so schön. Aber es sollte helfen. Und das ist ja hier vielleicht an der Stelle die Hauptsache. Jetzt muss ich hier natürlich mal reingehen. Kurz hier mal in dem Feld die Triebwerke mir anschauen. Oh, wartet mal. Und zwar meiner Triebwerke. Dann sehe ich hier hoffentlich die beiden, die, genau, das ist einmal der hier, muss ich noch ausschalten. Ja, jetzt habe ich die anderen noch verloren, also meiner Triebwerke. Wo ist das andere? Hier ist noch eins drin, das schalte ich auch aus. So, damit die alle auf der gleichen Schaltung stehen. Und jetzt meiner Triebwerke, so. Und jetzt füge ich sie hinzu. Nummer 1 und Nummer 2. Speichern. Wunderbar, dann kann man die nämlich demnächst auch wieder so aktivieren. Okay, wie gesagt, das ist jetzt wirklich nicht so hübsch. Hätte das hier umdrehen sollen. Das wäre echt schöner gewesen, ne? Wenn das da dran ist. Okay, aber wir lassen es trotzdem so. Wir haben Eis besorgt, ne? Gucken wir mal. Hier hat er hier sich alles rausgezogen. Hat er. Packt das in den Sauerstoffgenerator. Das heißt aber auch, dass unser, schauen wir mal, Sauerstofftank, die sind jetzt voll. Hier haben wir noch kleine Sauerstofftanks, die sind auch voll. Hier haben wir noch einen Sauerstoffgenerator. Ich weiß nicht, auf welchem Schiff der überhaupt ist. Das ist ein kleiner Generator, das ist großer. Also ist das der hier, okay. Und wir haben ja Hydrogentanks. Die sind noch
ganz, ganz leicht gerade am Füllen bei gerade mal 3%. Da wird es noch eine Weile dauern, bis wir die voll haben. Fahr mal hier runter. Und wir gucken mal. Achso, hier kann ich nicht reingucken, aber dafür habe ich hier die Sachen gebaut. Sauerstoff. Generator sind hier nämlich die beiden, die jetzt arbeiten. Da ist auch noch einer, ein kleiner. Okay. Gut, und die Sachen können wir hier kurz in die Raffinerie schmeißen. Die produziert gerade noch ein bisschen Uran. Auch sehr gut. Okay, dann haben wir das erstmal durch. Muss ich mal gucken, habe ich hier... Wartet mal kurz. Also, ich habe hier noch einen Sauerstoffgenerator. Da könnte ich ja mal eine Sauerstoffflasche mit reinschmeißen. Genauso wie eine von den Hydrogenflaschen. Ich glaube, ich schleppe hier ein bisschen viel immer mit mir durch die Gegend. Zwei reichen. Dann kann ich auch so rum machen. Zack. Okay, dann haben wir hier noch unsere Stahlplatten. Okay. Und dann würde ich ja jetzt gerne ein bisschen hier oben was ausbauen. Also so ein bisschen ein paar schicke Sachen, dekorative Blöcke bauen. Gucken wir mal. Wir haben hier ja eine Toilette, ein Bad. Was es nicht alles gibt. Versuch die mal zu bauen. So, schieb mir das hier unten in die Leiste. Bad. Bin mir gar nicht sicher, ob das nicht fast das gleiche eigentlich ist. Dreh die mal. Okay. Sieht irgendwie gleich aus, oder? Okay. Dann sollte ich das vielleicht nicht beides bauen. Jetzt ist es schon beides durch. Na gut. Also, ich nehme den Kram mal mit. Gehe hier nach oben. Und wir gucken mal, wo wir das einbauen können. Hier sind Conveyor drin. Wieso sind hier eigentlich Conveyor drin? Was genau machen die? Bringen Sachen von dort nach draußen. Okay, das ist dann müssen die da sein. So, ich könnte jetzt hier gucken. Der hier die Möglichkeit, ein Bad hinzubauen. Mal kurz schauen, ist jetzt da vorne. Okay. Super. Funktioniert. Okay. Was gibt es denn noch für dekorative Blöcke? Habe ich eine Couch? Kitchen. Couch. Bett. Ein Bett wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Gucken wir mal. Wie sieht das aus? Ach so, okay. Könnte ich also hier auf, hoppala, auf diese Seite zum Beispiel setzen. Mal schauen. Irgendwie drehe ich es gerade falsch. Vielleicht auch, weil meine Ausrichtung so komisch ist. Ah. Hier brauche ich jetzt ein bisschen Panzerglas. Okay. Produktion. Panzerglas. Gucken wir mal, sollte das doch jetzt... Ich habe es nicht mitgenommen gerade. Oh ja, ärgerlich. Ja, also nochmal nach oben. Das sieht doch hier auch ganz gut aus. Kann man sich drauflegen. Passt. Da drüben das Bad. Okay. Mal gucken, ob man das nicht vielleicht dann sogar noch ein bisschen umbaut. Hoppala. Jetzt habe ich hier... Genau das. So, okay. Dann packe ich jetzt erstmal kurz die Sachen, die ich hier nicht mehr brauche, zurück. Mit der Ausnahme von 10 davon. Geh mal kurz hier auf demontieren. Das reicht bei denen. Und dann gucke ich mal. Hier haben wir das. Montieren. Einmal itchen. Und was war das andere? Achso, so eine Couch, ja. Okay. Produktion. Couch. Hier gibt es auch eine Eckcouch.
Okay. Also ich nehme mal den ganzen Kram mit. So. Dann gehen wir hier nach oben. Gucken wir mal, wo kann die zum Beispiel hin. Dann wäre das vielleicht praktischer, wenn wir hier das Bad rausnehmen. Passt doch bestimmt. Das kann ich doch bestimmt auch hier reinsetzen, oder? Room. So. Ah ja, hier. Das ist zum Beispiel praktisch, glaube ich. Oder? Da war doch hier wie so eine Art Tür. Und dann kann ich hier die Küche ransetzen. Genau. Auch, sieht doch super aus, ja. Was ich mal gucken muss, ist, ob ich den Raum jetzt hier belüftet oder mit Sauerstoff gefüllt kriege. Hinten ist zu. Oder ob das Bad das verhindert. Nee, würde funktionieren. Oder funktioniert. So, und dann brauchen wir natürlich noch eine Couch. Klar, geht ja nicht ohne. Hier zum Beispiel so eine coole Eckcouch. Die man dann da so hinsetzt. Dazu brauchen wir hier unten noch den anderen Kram. Ich hoffe, das reicht für beides. Eckcouch und Couch. Ja. Wunderbar. Hier haben wir eine Couch oben. Dann gucke ich jetzt nochmal andere dekorative Blöcke. Hier diese komischen Pflanzenteile. Das will ich noch unbedingt haben. Das ist ja auch ziemlich, ziemlich cool. Also einmal die Pflanzenteile. Gehe ich mal hier unten hin und gebe die schon mal in die Produktion. Enters, hier, Pflanzen. Und dann war doch da aber gerade noch was, dekorative Blöcke, oder? Gab es da noch irgendwas, was ich auch haben wollte? Bett, Kitchen, Desk, Corner und Desk. Desk, Corner und Desk. Okay, dann nehme ich hier mal noch den Desk mit. Produktion. Desk. Okay. Dann haben wir ja gleich alles zusammen hier, was wir oben brauchen. Also, was wir brauchen, ne? Es ist ja reine Dekoration hier. Aber dann sieht unser Schiff oben wenigstens ein bisschen wohnlich aus. Ich finde es auch toll, dass sie das gemacht haben. Dass es das jetzt gibt. Genau, hier hätte ich jetzt die Möglichkeit von so einem Desk. Mal gucken, kriegen wir den hier irgendwo hin? Also wir könnten ihn da so hinsetzen. Steht er mir allerdings mit der Treppe ein bisschen im Weg. Ich könnte den auch so hier hintersetzen. Finde ich eigentlich ganz cool. Er ist ja hier quasi so ein Arbeitsplatz auf der Rückseite der Couch. Ja. Und dann habe ich noch diese Teile. Und die hätte ich gern hier neben das Bett. Ja, dann ist es da auch ein bisschen grün. Finde ich super. Okay, so sieht das hier doch schon ganz gut aus. Dann habe ich noch das Thema Innenbeleuchtung. Da habe ich jetzt das Problem, dass ich die hier schlecht irgendwo anbringen kann gerade. Passt einfach nirgendwo mehr was ran, weil überall Fenster drüber sind und so. Hier passt was ran. Da passt auch nichts. So, hier brauche ich Herstellungskomponenten. Habe ich nicht am Anfang 10 Herstellungskomponenten noch mitgenommen? Ich dachte. Okay, dann wieder nach oben. Weil hier passt überall nichts mehr ran. Alles voll. Hier oben kann ich nichts ransetzen, weil es wie gesagt auf diesen Mittelebenen nicht funktioniert. Also ich habe nur noch die Möglichkeit, mindestens hier ein bisschen Licht reinzukriegen, indem ich da vorne die Teile setze. Aber ihr seht, so ist es schon sehr, sehr dunkel. Ich könnte hier das so in die Mitte weggehen lassen. Und hier vorne auch. Und dann würde ich oben noch Licht rankriegen. Nicht jetzt aber, also schön ist das dann auch nicht mehr. Ich finde das so eigentlich schon ganz nett. Na gut. Okay, hier. Mal gucken. Terminal anzeigen. Bathroom. Custom Data. Sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass sie eine Regelung dafür haben. Okay, Küche passt. Bett hat auch ein Terminal. Okay. Auch nett. Das hat keins.
Hier mal das. Und dann gucke ich jetzt mal, haben wir noch irgendwas, was man noch bauen kann? Ja, diesen komischen Tisch könnte ich hier oben natürlich bauen. Ich habe gerade eine Sache noch überlegt. Ich könnte diesen Tisch hier nach vorne bauen. Dann könnte ich das dann nach oben verschieben, die Projektion. Das wäre noch eine Idee. Wartet mal. Jetzt habe ich hier gerade unsere Luft nach draußen entlassen, weil ich das weggeflext habe gerade. Und entlüften geht gerade nicht mehr, weil unsere Sauerstofftanks voll sind. Auch ärgerlich. Gut. Gut, okay. Also, ich brauche jetzt diesen komischen Tisch. Den hier nämlich. Den kann ich... muss mal kurz gucken. Am besten setze ich den, würde sagen, hier hin. Super. Dann schnappe ich mir hier mal einen Bauplan. Welchen Bauplan möchte ich denn haben? Hatte den doch hier, den Drop wollte ich haben. Soulblock. Muss ich mal kurz gucken, wo projiziert er den denn jetzt gerade hin? Ah, dahin. Interessant. Okay. Also, ich guck mal. So, hier. Und dann vertikal könnte ich den quasi nach oben versetzen. Ja, und dann würde das doch, sieht das doch schon ganz gut aus. Okay, passt. Hier kann der Tisch hin. Und dann ist hier oben unsere Einrichtung fertig. Und hier unten hätte ich sogar noch ein bisschen Platz für vielleicht was Kleines anderes. Da können wir später nochmal schauen. Aber ich würde sagen, Einrichtung von unserem Flieger ist abgeschlossen. Ein bisschen Hydrogen haben wir auch. Ihr seht es hier unten, ne, bei 7% oder so sind wir. Unsere Raffinerien arbeiten. Wir kriegen ein bisschen Uran rein. Und hier auch ein, zwei andere Sachen. Nochmal kurz gucken. Was mich gerade ein bisschen nervt, ist, dass wir hier so viel Silikon verarbeiten. Ich will ja eigentlich die Steine vor allen Dingen auch loswerden. Hier unten auch, ich habe schon wieder Silikon gesagt, ich weiß. Silizium muss es natürlich sein. Hier unten soll ja vielleicht eher Gold abgebaut werden oder zerkleinert werden oder raffineriert werden ist, glaube ich, korrekter, ne? Gut, okay, lassen wir das so. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und mal gucken, was wir dann so treiben. Bis dann, macht's gut.